Das. Aber das würde doch nicht die Tiere vertreiben. Es würde eher Aasfresser anziehen, meint ihr nicht? Nun, dann wollen wir einmal absteigen und gucken. Immer diese Ungereimtheiten hier auf dem Weg. Ja, ich würde mal absteigen und dann mal zu diesem roten Faden, welcher Couleur auch immer, hingehen im Wasser. Lass Ist ihn da klug? schön vorgehen, mit viel Abstand. Ja, ich bleib auf meinem Reitstrauß sitzen. Also ich würde die nie anfassen, sondern erstmal Augen in Augenschein nehmen. Ja, also es ist auf alle Fälle Blut, was sich da jetzt wohl aufdünnt, würdest du meinen? Beziehungsweise je weiter ihr dem Fluss folgt, desto kräftiger wird es. Nun, dort vorne scheint mir die Quelle des nun ja, Blutes zu sein. Dort ein See zu erkennen. Wir sollten den Fluss entlang schreiten. Vielleicht solltet ihr absteigen, um nun ja Unwägbarkeiten durch Räuber oder ähnliches Getier zu vermeiden. Ist die Karte geeicht, so 1 zu 10 oder gar nicht? Die habe ich nicht geeicht. Warte mal. Schauen wir mal, ob wir da irgendeine sinnvolle Eichung finden. Doch die Token sind immer 1 Meter breit. Also würde das 1 zu 1 sein? Ich bin aber nicht 1 Meter breit. Ich bin mehr als 1 Meter breit. Aber Und 50 1 Meter Meter wäre hoch. das dann lang. Hat jeder seine Eitelkeiten. Und dann ist es einfach ein laufender Meter. Das ist wahr. Naja, Quadratisch praktisch gut. ich gehe wohl mit dir zu Fuß, das ist kein Problem. Das Pferd ist eh nicht das wahre. Ja, es ist wie so ein. Naja, lass mir das. Schauen wir, ob wir die Quelle finden. Vom Pferd kann man sowieso nicht vernünftig schießen. Ich würde mal den Flussverlauf folgen und gucken, ob ich den Corpus Delictus finde. Ja, ihr könnt der ganzen Szenerie folgen, wenn ihr mögt. Und aber mir deine anatomischen Kenntnisse lassen dich wohl wissen, dass das zu viel Blut ist für einen Körper. Nun, es scheint wohl kein Mensch zu sein. Ein etwas größerer Korpus wäre wohl nur in der Lage, diese Mengen Blut abzusondern. Vielleicht müssen wir von einem Tier oder etwas Größerem ausgehen. Naja, oder von vielen Menschen oder vielen Tieren. Diamantis, du kannst es mittlerweile auch riechen. Es ist nicht nur so, dass dieses Eisen- oder Kupferhaltige, dieser Geschmack von Blut in der Luft liegt, sondern du riechst es jetzt auch. Es ist so dieses nasse Fell, wildes Tier. Egal, was das ist, es riecht nach Raubtier. Nun, das würde erklären, warum keine Tiergeräusche zu hören sind. Wir sollten uns vorsichtig zur Quelle begeben. Ja, aber mir lass mich mal vorgehen. Nicht, dass du dir wieder wehtust. Nun, ich tue mir nicht weh, das Ding, was uns erwartet, vermute ich eher. Ja, sag mir nur, wo ich hingehen muss. Dort, am Fluss entlang. Wir werden schon den Ursprung finden. Jo. Vorsichtig. Ich bin nicht auf den Ast getreten. Der Ast hat sich gerade erst dahingelegt, aber mir. Natürlich. Dann könnt ihr einige Meter vor euch erkennen, wie dort ein kleines Schlachtfeld wohl stattgefunden hat. Ihr könnt dort zwei, drei Ziegen erkennen und einen Ferkiner, der dort im Uferschlamm liegt. Er stöhnt wohl noch ein bisschen. Seht Oh, ihr? verdammt, irgendwer ist zu uns zuvor gekommen und hat den Ferkina schon umgebracht. Nun, ich glaube, er lebt Ja, noch. ja. Er stöhnt da etwas vor sich hin. Er lebt definitiv noch. Soll ich, Nein, sollt ihr nicht töten. Wir ich wollte mit sollten. ihm reden, aber mir für was für einen Grobian haltet ihr mich eigentlich? Nun ja, ich bin mir. Manchmal war ich nicht sicher, welcher Weg ihr gehen wollt. Ja, es scheint ein Hirte zu sein. Vielleicht können wir noch etwas für ihn tun. Würde mir die Ziegen mal anschauen. Sind das geopferte Ziegen? Also sehen die so aus, als wären die hier zu einem Opfer dargebracht oder sind die wild abgeschlachtet worden? Also, je nachdem, wie weit du rankommst, das sieht erstmal nur nach wildem Abschlachten aus. Das ist kein geordnetes Opfer. Vor allem, weil Okay. eine der Ziegen wohl auch mitten im Fluss liegt oder in diesem See. Alles klar. Ich würde mal auf den Verkiner so nah rangehen, wie so 2, 3 Meter Abstand. Hallo, versteht ihr mich?
hier irgendwer Ferkina? Ich versuch's mal auf Trollsackisch. Ja, natürlich. Raffi, ja, du kannst auch erkennen, je nachdem, du bist rangegangen, ne? Ja, 2 Meter von dem Mann entfernt. Okay, dann ziehen wir dich doch einfach mal ran. Die anderen können auch gerne herantreten. Ah, ich war mir nicht sicher, ob der das ist. Und ihr könnt wohl jetzt auch sehen, dass das keine Ziegen sind, sondern eher Humanoide in Felle gehüllt. Und Diamantis erkennt sie als Mannwidder, die dort abgeschlachtet liegen und ihnen durch mehrfache Körperöffnungen Waffen hineingetrieben worden sind. Diamantis erkennt das durch sein Fernrohr hindurch, denn er ist etwa 30 Schritt vorher abgestiegen und ist an einem der Felsen gegangen, um aus dem Hintergrund Hilfe leisten zu können, und beobachtet sie jetzt mit seiner BC im Anschlag, mit der Abalone. Ich spreche den am Boden liegenden Mann an und frage ihn auf Ferkina: Was ist hier geschehen? Dämonen! Sie sind Dämonen! Wie seid ihr mit ihnen fertig geworden? Schnell wie der Wind! Sie sind schnell wie der Wind! Würdet ihr übersetzen? Ich habe keine Ahnung, was der Bastard sagt. Er sagt etwas von Dämonen. Ich glaube, er meint die toten Mannwidder hier, aber er hat mir nicht beantwortet, wie es sein kann, dass sie tot sind und er noch am Leben. Informiert ihn doch darüber, ruft Serventilio aus gehörigem Abstand, dass, wenn es Dämonen wären, sie keine blutenden Leichname zurückgelassen hätten, ne? Ich bin sicher, das wird ihn brennend interessieren. Hervorragend. Ja. Mir scheint es eine Falle zu sein, um weitere arglistige Ahnungslose anzulocken. Ich frag ihn mal, sind noch welche am Leben? Seine Augen sind weit aufgerissen und er nickt. Sie sind schnell wie der Wind. Sie haben meine Brüder getötet. Und damit deutet er auf die Ziegen. Er sagt, sie seien schnell wie der Wind und es seien noch mehr hier. Nun fragt ihn doch, wohin sie geflohen sind. Eine Intuitionsprobe, beziehungsweise, ja, wir fangen mit Intuition an und danach dürft ihr Initiative würfeln. Die Intuition ist für uns alle erleichtert um 8, für Zulamin um 10. Rate mal, wer es nicht geschafft hat, und rate mal, für wen sie nicht um 8 erleichtert ist, weil er keine Aufmerksamkeit hat. Oh ja, zwei Crits, mein Gott. Ja, ich hab stolz auf gekrittet. Also, das ist... Ich wollte gerade noch sagen, ja, ich fange mal einen Guardianer an. Hätte ich doch getan, bevor Frosty den Mund aufgekriegt hat. War mal too late. So, die Nachtwinde sind orientiert und akzeleriert. Oh, und komm schon, Nachtwinde! Ey, die Jungs sind auch günstiger im Paket, das kann mir keiner erzählen. Die gibt's irgendwo. Die sind echt ein Dutzend billiger. Warte, ich muss meine Kampfwerte raussuchen. Die haben sich letztens mal gesteigert. Ich hab's bei dem Schnellwiederwind ein wenig geahnt, aber dachte nicht, dass sie ins Gebirge kommen. Ich dachte an irgendwelche Zanten. No. Ich dachte an einen Diva. Gut, dann. Dreht sich zu den anderen um. Sie sind nicht geflohen, sie sind noch hier. Dann könnt ihr euch alle mal auf die Initiativleiste ziehen. Ich beginne auf alle Fälle den Kampf. Diejenigen, die die Intuitionsprobe geschafft haben, dürfen in Kampfrunde 0 tatsächlich noch irgendwie etwas tun. Oh ja, eine 6 gewürfelt. Hilft mir nicht, aber... So, Kampfrunde 0. Wir fangen bei Zulamin an. Du hast es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Erleichtert um 10, genau. Was möchtest du tun? Du hast eben eine Warnung ausgesprochen. Säbel, ich möchte mich auf jeden Fall eine Aktion orientieren und dann überlege ich noch. Ich habe ja noch Zeit. Mhm, okay, dann ich frage mal Serpentilio. Der hat es nicht geschafft und deswegen nichts zu tun. Gut, Seppen, Abelmir, hast du es geschafft? Ich würde einen Zauber verbreiten. Hast du deine Intuitionsprobe geschafft? Ich habe sie so mit einem Crit geschafft. Ja, ich habe es gesehen. Du bereitest welchen Zauber vor? Verkürzt Ignifaxius. Ignifaxius, okay, den kriegst du auch gleich. Oberstleutnant Diamantis. Ich möchte erst einmal eine sich verstecken Probe würfeln. Das ist eine gute Idee. Du bist hinter den Felsen. Wurde noch nicht gesehen. Also möglicherweise wurde ich noch nicht gesehen. Zumindest kann ich 7 Punkte darbieten. Mhm. Und dann nutze ich ebenfalls eine Aktion, um mich zu orientieren.
Gut. Raffi, hast du es geschafft? Eine Frage für mein Verständnis. Weiß ich, dass es Nachtwinde sind oder weiß ich nur, dass ich werde gerade angegriffen? Was ist meine Informationslage? Also, du weißt... Ne, von Nachtwinden weißt du noch nicht. Ich merke nur, meine Kampferfahrung sagt mir, da kommt jetzt gleich jemand. Ja, ja, das ist so ein Kribbeln. Aber nicht, was da jetzt passiert, sondern genau. Ich merke nur, okay, scheiße, es geht jetzt down hier. Ja, jetzt passiert schnell irgendwas. Schnell wie der Wind weitergegeben, aber Nachtwinde ist daraus nicht erkennbar. Ne. Okay, dann würde ich mich einfach nur, da ich nichts weiß, gehe ich erstmal in eine Verteidigungshaltung und tue sonst nichts Sinnvolles, weil ich ja gar nicht weiß, was passiert. Vielleicht kommt jetzt ja auch nur ein Tiger um die Ecke. Ja, genau, gut. Der Tiger, der Fallen stellt. Du, dann, das wär nicht der Erste. Ich schau gerade mal, ich mache zwei. Ich bin noch. Ja, Boltax, Entschuldigung, ich habe dich vergessen, weil du ganz hinten auf der 12 bist. Alles gut, ich würde mich deshalb auch orientieren, dann wäre ich auf der 17. Mhm. Und ich weiß nicht, wir sind ja vermutlich alle von unseren Reittieren abgestiegen, oder? Ich nur, dass gehe ich davon die Situation... aus. Ja. Gut, alles klar. Ja, dann würde ich meine Waffen ziehen, also meine beiden Dolche. Ich möchte meine Missgunst darüber zum Ausdruck bringen, dass ich meinen Maximalwert gewürfelt habe und trotzdem der Langsamste bin. Ja, dann Steiger nächstes Mal nicht Golembau oder so. Hey, ich habe Golembau nicht gesteigert. Dann, das konnte ich mir nicht Kampfrunde. Sehen wir die denn? Nein, noch nicht. Okay. Kampfrunde 1. Ja. Ich beginne auf der. Was ist das? 34. Sturmangriff. Und ich setz zwar. Die mal eben da rein, dass wir sehen, wo die sind. Achso, Entschuldigung. Ich hatte. Ist der nicht sichtbar? Jetzt ist er sichtbar. Ja. Gut, dann. Ich möchte gerne noch Artefakt auslösen mit der zweiten Aktion. Okay, was tut das? Das ist ein Acceleratus-Artefakt. Es hält aber nur für 3 Kampfrunden. Dann steigt deine Initiative auf. In die Basis mal 2. 32 plus 2W6. Ich bin maximal orientiert. Ja. Also 32 plus 12. 44, also 43 plus. Ja. Bing. Ja. Gegensturmangriff, komm. Denn sie haben jetzt schon angesagt, die können nicht mehr parieren. Ja, genau, also ich habe den Sturmangriff angesagt und ich werde den auch durchziehen und zwar, Abel mir steht ganz vorne. Achso, warte mal. Weißt du was? Ein auf Abelmir, ein auf Serpentilio. Ich wollte gerade sagen, ich stehe doch frei. Dann versuche ich den von Serpentilio abzufangen mit einem Gegensturmangriff. Gut, dann fängst du ihn an, ab, wenn er gerade aus dem Gebüsch stürmt und du hast, gerade so die 4 Meter. Dann kannst du Gegensturm angreifen. Das erlauben die Regeln. Okay, das habe ich noch nie erlebt. Was passiert jetzt? Das ist einfach die plus 4. Also Gegensturmangriff? Ist einfach, dass ihr Sturmangriff vor seinem Sturmangriff durchgeht. Richtig, du hättest ihn seine Bewegung, seine Aktion Bewegung machen, seine erste und dann schapp. Ist nicht so genau geregelt, weil. Okay, das klingt ziemlich stark. Jetzt stellt sich heraus, es gibt jede Menge Dinge, die 2 Aktionen fressen, aber nirgendwo ist geregelt, wann genau welcher Teil dieser 2 Aktionen passiert oder wie das aussieht. Da ist die 20. Ich schipp das. Ich wollte gerade sagen, Schicksalspunkt raus. Und falls hätte ich es auch geschippt. Ich bin ja direkt betroffen. Ich würde sogar die Relativgeschwindigkeiten benutzen. Das heißt, er läuft ja mit einer GS von 10 mal 2 oder so. Ich laufe nur mit einer GS 18. Also es ist 2 mal die 9. Ja, ich glaube, dann hat er auch die 9. Aber weil es Relativgeschwindigkeiten sind, würdest du ja nicht im Prinzip mit einem 18, sondern mit 18 mal 2 auf ihn zulaufen. Ja, 36 plus 4 plus was auch immer sie. Wir brauchen sie gar nicht mehr würfeln. Das sind garantierte 40 Punkte Schaden. Naja, er kann frei ausweichen. Er kann frei ausweichen, dann muss ich das auch machen. Dann versuche ich das einfach mal. Deine andere Option ist sterben. Nein. Also, das ist nie im Leben geschafft. Doch. Wieso soll das nicht geschafft sein? Das ist 100%. Die hat was für ein Ausweichen hat. Auf welchen Wert geht der? Also, das ist jetzt Mulzibar oder Neranzibar. Ist eigentlich auch egal bei den Brüdern. Schauen wir mal nach, ob die irgendwie Ausweichen 1, 2, 3 haben.
Also die einzige Erschwernis, die allein mit dem Acceleratus wäre das geschafft, auch ohne Ausweichen 1. Stimmt, Acceleratus erleichtert das. Genau. Aber nur um 2. Aber ich gerade Basis um 2. Es gibt nämlich noch Distanzklassenerschwernisse. Er kriegt eine 4er Erleichterung durch den Acceleratus, dann noch sicher eine Erleichterung durch hohe Inni. Und die maximale Erschwernis, die er bekommt, ist 2 wegen Distanzklasse N. Das ist mit einer 9 geschafft. Ach ja, du kriegst ja nur halbe Distanzklassenerschwernisse. Gott, ich habe immer, ich aber bin so aufgezieltes Ausweichen eingegangen. Er kann entsprechend seinen Sturmangriff geht auch nicht durch, weil die nächste Aktion. Muss er jetzt abbrechen? Muss, die nächste Aktion, die er machen muss, ist eine Aktion Position. Er muss nicht, aber er kann erst wieder am Kampf teilnehmen. Ja, gut. Also er kann sich bewegen. Dann hat er den abgebrochen. Ja, bewegen aber ist ja eine Aktion. Zulamin, ja, genau, aber Zulamin hat zumindest nicht. Das heißt, es ist einfach nichts passiert und wir stehen jetzt voreinander. Ja, genau. Dass er da irgendwie miteinander kollidiert oder so. Beziehungsweise er ist halt ausgewichen. Ich würde sagen, er ist irgendwie auf Knien unter dir durchgerutscht und steht jetzt irgendwo auf der Seite. Er hat ein Rad an dir vorbeigeschlagen. Genau. Das wäre cool. Gut. Dann habe ich aber noch... Würfels, ich hatte ja an Ignifax das verkürzte Zauberdauer gesagt, also 2 Aktionen. Und die hat gesagt, ich hätte meine Inni... exzellent geschafft, also hätte ich... Hast du für den Ignifaxius brauchst du doch ein Ziel, oder? Ja. Du musst das Ziel vorher sehen und du hast ihn nicht gesehen. Wir kamen den aus dem Busch herausgestürmt, wo ihr mal herkam, oder? Ja, aber du hast ihn vorbereitet, als du ihn noch nicht gesehen hast. Du kannst erst casten, wenn du weißt, was du tust, also wenn du alle Komponenten hast. Bei einem Ignifaxius tatsächlich Ignisphäre wäre eine andere Sache gewesen, weil du den... Das ist nicht. Na gut, alles klar. Ich meine, du kannst einen Engelfax natürlich auf eine random Stelle im Gebüsch zaubern, aber ich glaube nicht, dass er trifft. Na gut, dann muss ich ausweichen halt. Also ich würfel jetzt einmal den Angriff auf Abimir. 8, das sieht getroffen aus. Ach komm, den parierst du doch weg. Ich muss nur ausweichen, kann ich parieren, ich hab keine Waffe. Ist kein Stab? Ja, aber der Stab ist noch beschissener, glaub ich. Das ist traurige Wahrheit hier. Ja, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Oh nein. So, dann ist seine Geschwindigkeit 18, 1W6 plus wahrscheinlich 4, ne? 9 plus 18 sind 27, falls er vorne einen GS-Schaden macht. Ja. Also wenn er mit einem Nachtwind kämpft, das ist sicher 1W6 plus 5. Nee, also angegeben in den Werten ist ein Flammenschwert, das hat er jetzt aber nicht. Ich glaube, es ist unüblich, dass Nachtwinde mit Nachtwinden kämpft. Ja, dann ist es noch echt. Das ist sehr enttäuschend. Nachtwinde sind eine maraskanische Waffe und Nachtwinde sind aber eine tulaminische Sekte. Da gibt es Schnittmengen. Nein, das sind auch Maraskaner. Das sind auch Maraskaner. Das sind Maraskaner. Ja. Ich habe aber auch schon 2 Nachtwinde. Er hat ein ganz normales Säbel oder sowas. Okay. Also kein Säbel. Plus 4 wegen Sturmangriff, plus 9 wegen halbe GS. Da sind wir auf plus 1 bis 22. 22? Wohin? Möchte Abel mir irgendwie einen Schicksalspunkt ausgeben oder so? Für irgendwas? Nicht für den Angriff, das passt das haut nicht hin. 17 wäre Torso in die Brust. Also deine Problematik ist, du müsstest eine 7 würfeln, glaube ich. Ich würde den Ausweich nochmal würfeln. Kannst du es probieren? Auf was würfelst du auf die 9? Ja, das könnte tatsächlich dann auch... Ja, du kriegst halt halbe Erschwernis aus der Distanz, klar. Ja. Nee, du hättest halt noch auf weniger gewürfelt, weil du kriegst noch 2. Ich krieg jetzt 2. Aber egal. Die 2 sind noch nicht Schadenspunkte, wohin? Torso. Torso, genau. Alles klar. Du musst wahrscheinlich auch einen Selbstwerfen pro würfeln, aber ich habe eine Rüstungsklasse im Torso von 4. Bauch. Also 18 das Schaden. Heißt, das sind wahrscheinlich 2 Wunden. Ich habe eine, wie heißt denn nicht? Rüstungsklasse. Wunschwelle. Wunschwelle von 9. Konstitution ist wichtig. Von 13. Ja, dann hast du da 2 Wunden an der Brust, bekommst nochmal 2W6 Schaden und darfst erst einmal eine Selbstbeherrschungsprobe erschwert um 9 machen, um auf dem Bein zu bleiben und dann nochmal erschwert um 8, um die Wunden zu ignorieren. Und während du das würfelst, kann Boltax sehen, wie ein Flammenstrahl auf dich zuschreit. Auf mich? Auf dich, ja. Auch du bist magisch, mein 1, Freund. 1, 2, 3 Würfel. Alles gut. Aber 4, wie 4, will... 6. Wichtige Frage, wie will der mich denn treffen? Ich stehe 14. Hinter Abelmir und... von hier. Okay. Genau. Alles klar. Von der anderen Seite. Wären 14 Trefferpunkte Flammenschaden. Du kannst dem versuchen auszuweichen, aber es ist schwierig. Dafür muss man ihn sehen. Mit einer plus 8 geht das, glaube ich. Ja.
Ich meine, also alleine die Magiekunde wäre um 8 erschwert, und aber die ignorieren wir ja sowieso. Ja. Ich bin so schlecht im Ausweichen als Zwerg. Okay, also, um 5 Punkte erschwertes Ausweichen. Ja, ich glaube, da brauchst du deine Aktion sinnvoller anders. Und dann für jeden Punkt Qualität, den du dann über hast, darfst du einen Würfel rausnehmen. So, das ist hier hinten, ja. Das ist Multibar. Der würfelt jetzt gerade mal eine Sinnesschärfe, ob er Diamantes erkennt. Plus 7, ne? Ist der verschleiert? Plus 7, richtig. Nee, das funktioniert nicht. Und ebenso möchte ich dann eine Sinnesschärfeprobe machen, um die zu erkennen, weil die haben dann irgendwie Faxes auf Voltax. Ja, das sollte jetzt nicht mehr das Problem sein. Achso, dann nicht. Ja, immer dran denken. Leuchtspurgeschosse funktionieren in beide Richtungen. Alles klar. Ich glaube, die haben jetzt ihre Tarnung aufgegeben. Genau, also die kannst du jetzt auch erkennen. Die hier also oben wohl noch nicht. Die sind auch selber noch versteckt. Die könntet ihr mit einer Plus 7 erkennen. Aber das waren meine Aktionen. Und damit ist Serpentilio dran. 16. Ich war mich hier orientieren, kann ich nicht mehr. Ich gehe erstmal zwischen anderen in Deckung. Also ich mache eine Aktion Bewegung, um mich hier rüber zu hasten. Nur für deine Info, Abelmir ist down, ne? Ja. Also, du bewegst dich aber Planung, auf Feind zu. Also wirklich jetzt, komm, ich kann Abelmir nicht lauf in die Berge. Wirklich jetzt einen kurzen Anfall von Heldenmut. Ich bewege mich mit einer Aktion herüber und dann mache ich einen maximal verkürzten Balsam. Höllenpein. Auf Abelmir. Abelmir, wie ist deine... Nein, einen maximal verkürzten Höllenpein. So, ich brauche einmal Reichweite, um ihn auf ZFV-Spann hochzuholen. Und dann muss ich ihn... Ich mit dem Stab mal treffen. Gott, sorry, hätte ich vorbereitet, wenn ich dran gedacht hätte, dass Abelmir down ist. Ja, ich war es eigene Schuld. Ich muss ihn nicht treffen, weil ich ja die Reichweite einmal verlängere. Okay. Und ansonsten, Pfeil zerreiße dich, Reichweite, da haben wir ihn. Wenn irgendwas mit mehr als 10 Punkten hier liegt, müssen wir, glaube ich, nicht... wie ist der mehr von dem Jungen? Das ist jetzt ein normaler Nacht... Nee, das ist nicht ranziehbar. Seine Magieresistenz ist 11. Da muss ich das vermutlich schippen. Kunde, aber Reichweite sind 5 und dann Halbierung sind... Er hätte sogar auch noch eiserner Wille, aber den hat er nicht angeschaltet, das ist zu viel. Ja, ich schippe die ganze Probe. Damit habe ich 24 Punkte über. So, okay. Minus 10 sind 14, das geht durch seine 11 MR mit 3 Punkten über, damit ist er für die nächste Zeit erstmal kampfunfähig. Kriegt er Schaden? Ausdauerschaden. So. Ausdauerschaden. Non important. Wenn Tio steht mit einer Hand an der Stab geklammert, mit der anderen wie die Hand zum Heilkreuz. Gott im Himmel. Verkrampft. Danke. Sah und deutet auf den Mann und versucht ihn irgendwie, als würde er ihn mit der bloßen Hand von sich forthalten wollen. Und dann fällt er neben Abel mir zu Boden. Gut, er hat den Status liegend. Dann nach Serpentilius, Boltag 17. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich Flammschaden genommen habe. Also ich habe den jetzt einfach genommen. Meine Rüstung ist aber Kreatin, also besteht aus Kreatin, dürfte dementsprechend also nicht brennen. Oder ist hier irgendwie noch was, was wir mit der Sekundäreffekten von Feuer verrechnen müssen? Ich glaube, also, der Rüstungsschutz würde sinken. Ich glaube, das würde ich temporär für den Kampf würde ich das machen. Mhm. Du kannst es dann aber auch wieder reparieren. Das ist jetzt nicht wie bei Leder, was dann permanent ist. Muss ich halt wieder drum kümmern. Gut. Genau. Das war halt nur die Frage, weil davon jetzt ein bisschen abhängt, was ich mache. Mhm. Ich habe ja gesehen, von wo der Strahl gekommen ist. Das sind... 28 Meter, 30 Meter. Ja. Ich würde mich jetzt vermutlich... Weil ich mit denen erstmal nicht nichts anfangen kann, werde ich mich zu dem begeben, gegen den Tsunami kämpft, und werde dem von hinten abstechen. Okay. Aktion, also Position, läufst du um Hassan und so weiter rum? Genau. Angriff mit meinem Dolch. Und ich höre das wie immer über die Gerade, also schmutzige Tricks, das ist ein Dolch, etc. Nee, nicht schmutzige Denk Tricks, da, versteckte. Du hast die Vierer Schwernis, weil du dich bewegt hast. Hippolyta ist auch da. Ja. Die wird auch gleich angegriffen. Ja, habe ich vergessen.
Aber ich greife ja aus dem Hinterhalt an. Das heißt, die Vierer Erschwernis negiert sich mit dem Angriff aus dem Hinterhalt. Okay. Wir kämpfen ja jetzt in Überzahl. Also Zulamin und ich gegen ihn. Er ist dafür akzeleriert, also gucken wir einfach mal, was das Ganze gibt. War wäre das der Dolch? Titanium. Das wäre getroffen. Ja, er hat keine Aktion mehr, weil er den Sturmangriff angesagt hatte. Genau. Sind nur 10 Schaden. In Trefferzone, einen Moment. In den Torso. Torso, okay. 10 minus 3 sind 7. Dann ist Boltax fertig. Abelmir, du möchtest so einen Schicksalspunkt ausgeben, damit du stehen bleibst. Ich hatte schon einen ausgewürfelt, um die Ausweichung nochmal zu wiederholen. Ah, richtig, ja, stimmt. Dann liegst du am Boden. Wie lange? Das musst du mir sagen, wenn ich dran bin, wenn ich dran will. Naja, 1d6 plus 3 Kampfrunden. So, dann wurf ich mal einen W6. Das sind 8 Kampfrunden. Das ist sehr lange, ja.